Recht herzlich willkommen zur 113. Folge von Grand Age Medieval. Ja, unser erster Einer, die wir letzte Runde noch rausgekommen. Jetzt müssen wir gucken, dass wir ein bisschen Geld kriegen auf jeden Fall, damit wir das gut überleben. Sinnig wäre natürlich zu warten, bis die zweite Einheit raus ist. Einfach aus dem Grunde, weil wir vielleicht sonst die Bären da oben oder was da auch immer rumkreucht oder fleucht, dann abwehren können auch, ne? Das ist nämlich das Nächste, weil die laufen ja hier rum. Was ist denn das für Volk? Ja, Volk ist es nicht, ne? Sondern Bären oder Luchse oder keine Ahnung. Bursa. Das ist eine Ruine. Da ist nix. Hier sehen wir jetzt auch nicht unbedingt das dazwischen, ob da irgendwas ist. Hopp, hopp, das ist schon mal was. Können ja mal hier lang gehen, weil hier ist ja keine Klamotten, aber hier sieht man zum Beispiel, ist noch ein Warenhaufen. Dann lassen wir uns den nochmal mitnehmen. 8300 war jetzt nicht unbedingt das Beste, aber wie man sieht, Kleinvieh macht auch Mist, ne? Da ist auch noch ein Haufen. 8000. 7000. Hopp, hopp. Hopp, hopp. Aufgesessen. Okay, gehen wir weiter suchen. Das ist ja auch Geld. Im Galopp. Was wir da einsammeln können, ne? Aufgesessen. Da ist noch ein Haufen, den nehmen wir auch mit. Nochmal 11.000. Aufgesessen. Es gibt ja auch immer den Jingle, wenn wir dann da an der Nähe eines Haufens sind, ne? Aufsetzen. Guck, da gehen auch welche. Nochmal nichts sozusagen. 13.000, das war dann schon besser. Aufgesessen. 61.000, das war doch mal eine Hausnummer, ne? Ist hier was? Hopp, hopp. Ah, da, okay. 36.000. Da ist die Ruine, da ist ein Zelt und hier ist aber noch ein Haufen irgendwo, ne? Wir reiten. Wir reiten. Und da wurden wir jetzt sogar nicht angegriffen, aber da ist noch einer neben. Also das war jetzt richtig viel Geld. Aufgesessen. Und dann holen wir die zweite Einheit noch raus. Wäre schön, wenn man die jetzt kombinieren kann, aber das geht wohl nicht. Wir reiten. Wir reiten. Ja, los. Zack, zack, geht's mal hier. Wir haben jetzt 268.000. Das ist schon eine Hausnummer, ne? Ist die Frage, ob es hier irgendwo Haufen gibt. Saloniki. Ne, sieht nicht so aus. Aufgesessen. Und das ist dann feines Land mittlerweile hier, oder? Hier unten? Ne, da unten haben wir noch was. Im Galopp. Gucken wir uns das mal gerade an. Alle aufsetzen! Mystas ist da, oder Mystras. Hopp, hopp! Ne, wir gehen nicht in die Stadt. Gehen wieder zurück. Gucken mal gerade hier vorbei. Alle aufsetzen! So, zurück. Weil mit den zwei Leuten können wir da nichts machen, aber das sind halt unsere Erkundschafter oder Kundschafter, nicht Erkundschafter, was für ein Ausdruck ist das, Erkundschafter? Warenhaufen. 67.000, okay. Wir reiten. Okay, wir reiten weiter. Ziel nicht erreichbar eben. Gut. Wir gucken erstmal alles durch, was wir hier so kriegen können, weil wir gerade auch so 330.000 plus machen, ne? Alle aufsetzen. Deswegen schauen wir das mal besser nach, wo wir Kohle machen können, ne? So, hier ist alles gut. Hopp, hopp. Da ist nix. Alle aufsetzen. Den Weg sind wir gegangen, oder nicht? Ja, sind wir gegangen, weil wir hier schon waren. Im Galopp.
So, hier oben ist ja dann noch wieder mehr. Hier gibt es einen Warenhaufen nach dem anderen. Wir reiten. Oh, das war aber ein Warenhaufen. 254? Nicht wirklich, oder? 336? Aufgesessen. Hammer, oder? Das waren jetzt nur 14.000, aber das andere waren ja Zahlen. Da träumt man ja nur von, ne? Aufgesessen. 100.000 nochmal dabei. Holzhütte und das ist hier eine Ruine, ne? Auf geht's. Hopp, hopp. Gehen wir hier weiter gucken, ob wir hier noch welche finden. Aber die größte Stelle ist da unten bei dieser Ruine gewesen. Das war ja richtig Hammer, ne? Jetzt haben wir eine Million zusammen. Kaum zu glauben, oder? Was ist das? Eine Ruine, okay, dann gibt's da vielleicht auch in der Nähe wieder ein paar Haufen. Wir reiten. Nee, nicht wirklich, okay. Alle aufsitzen. Vielleicht gibt's hier oberhalb noch ein paar. Nee, sieht nicht so aus, ne? Da hätten wir schon was gefunden, wenn. Hopp, hopp. Also zurück. Können wir nur noch hier mal gerade gucken. Hopp, hopp. Ob's hier nach Pontevko oder wie das auch immer heißt, noch was ist. Da gibt's ein Zelt, okay. Und da war auch eine Holzhütte. Hopp, hopp. Was ist denn hier beim Zelt, ne? Gucken wir doch mal. Komm, er hat die Truppe selbst, kommt dann schon ein alter Fahrer, aber er wollte dann einen Regentus lernen, kommt dann nicht. Was ist das? Erfahrung, 100 dazu. Ja, los, zack. Das nehmen wir mit. Aufgesessen. Und das schummelte hier. Das Banditen da. Ich glaube, das nehmen wir mit den zwei Einheiten nicht, weil da haben wir keine Chance gegen. Ja gut, dann würde ich sagen, hier wieder hoch, geh mal mit den Jungs nach Krakau, oder? Craiova. Wäre auch eine Möglichkeit, ne? Da sehen wir jetzt hier noch die Bären. Vielleicht sollten wir... Da ist die Ruine, da sind die Bären. Ich weiß jetzt nicht, wo die langlaufen. Da oben, okay. Wenn man wüsste, wie viele Bären das sind, ne, dann wäre das ja alles kein Ding, aber... Ja, komm, hat alles keinen Sinn. Ah, es sind nicht so viele. Dann müssten wir das schaffen, die zur Strecke bringen. Dann klappt das auch, ne, mit dem Nachbarn, oder wie war das? Achte, Sechse. Dann sind sie gleich weg, haben wir sie ausgelöscht. Super. Alle aufsitzen! So, ist jetzt die Frage, ob noch mehr da sind oder ob das alle waren. Jetzt habe ich hier gerade einen Warenhof gehabt. Ne, der Kavallerie. Ach so, das war. Meine eigenen Leute waren das, alles klar. Da ist eine Holzhütte. Okay, da könnte man sich dann anschließen. Oder die können sich anschließen, alles klar. Gut, dann schicken wir die aber dahin, dass die da erstmal stationiert sind. So, und dann schauen wir mal hier unten noch, ob wir welche nachziehen können. Jetzt haben wir ja erstmal Geld genug in dem Sinne. Gut, machen wir voll. Und dann gucken wir, Sofia ist gefallen, da kriegen wir nichts. Hier war noch eine Stadt, wo noch was geht. Und das sind Schwertkämpfer, ne? Nehmen wir auch nochmal 5 von mit. Und ich weiß nicht, ob hier oben nicht noch was ging. Also hier geht nichts, ne? Oder doch, da geht was. Landwehr wollte ich nicht. Schwertkämpfer haben wir. Das ist der Axtkämpfer, Bogenschütze. Machen wir den mal. Gut, dann haben wir da 5, da unten 5.
Die ziehen wir dann zusammen und gucken, dass wir da irgendwie irgendeine Stadt wieder einnehmen können. Vorzugsweise müssten wir ja diese hier erstmal schaffen. Ist dann die Frage, ob das klappt, ne? Wir haben 700.000 auf der Kante. Was ist das? Das ist noch ein Zelt, okay. Hier hatten wir schon ausgelegt, ne? Genau, da passiert was. Gucken wir noch hier oben, ob da noch eine Kaserne ist. Ja, haben wir auch. Pferdebogner. Die nehmen wir auch noch mit. Gut, dann haben wir die Truppen zusammengezogen. Also nicht zusammengezogen, erstmal genug, würde ich sagen. Um dann irgendwann, ne, den Feind in die Augen zu sehen. Da ist auch nichts. Nein, ich glaube, sonst haben wir nirgends sowas, ne? Oh doch, hier geht sogar was. Zur Verteidigung würde das funktionieren. Komm, dann nehmen wir noch die 5 Axtkämpfer mit. Wohl, da sind die... Ja, Trefferpunkte sind hoch. Kampfstärke ist... Ja, okay. Lassen wir das mal so laufen, oder? Jetzt holen wir unsere Einheiten zusammen. Die stationieren wir erstmal hier, oder wie machen wir das? Oder... Ja, machen wir da hin, das passt schon. Obwohl... Ne, schick die da hin. Die sind in Izmir. Die schicken wir jetzt dahin. Gucken, ob die da hinschaffen. Wenn die schaffen wollen. Die werden jetzt unterwegs erstmal kämpfen müssen. Luchse sind da unterwegs. Da gibt es natürlich aber auch einen Warenhaufen, ne? Ja. Die kriegen wir aber auch bekämpft. Frische Einheiten mit Moral gehen dann, ne? Oder wie ist das? So, die Luchse sind kaputt. Alle aufsitzen! Das waren 38.000. Und sie werden schon wieder angegriffen. Die Einheit ist gleich verloren. Oder wie sehe ich das? Ne, da war keine jetzt. Das sieht jetzt nicht so gut aus. Alle aufsitzen! Ja, mal zack dahin. Unterstützt die Jungs mal. Läuft. Jetzt sind die Luchse auch gleich kaputt. Alle aufsitzen! Da ist das Zelt. Ich glaube, da können wir die Truppen wieder auffüllen, ne, oder? Zelt des Veteranen, ne, da gibt es Erfahrung. Und hier gibt es Warenhaufen ohne Ende. Im Galopp. Okay. Ist hier noch ein Warenhaufen irgendwo? Nein, ne? Nein. Gut. Dann mal bitte da in die Truppen. Die Truppen ist nicht auch so dahin. Und da sind auch noch welche fertig. Sicher. Auch dahin. Eigentlich brauchten wir jetzt nur die Truppen weitermachen, die, ne, gefordert sind hier. Also die Aufgabe erstmal zu beenden, ne? Im Galopp! Wo war die Einheit jetzt rausgekommen? Gute Frage, ne? Da ist eine. Machen wir. Alle aufsitzen. Ja, da ist auch noch einer wieder gekommen. Ist nicht so weit. Mhm. Da oben kommt die erste Einheit, oder wie ist das? Aufsitzen. Wir haben eine 500.000 noch an Geld. Okay, die müssen da oben gegen Luchse kämpfen, das ist schlecht. Sieht aber einigermaßen aus, dass die das schaffen, ne?
Okay. Ab 12 Zähne sind es noch. Ups, jetzt bin ich weggerutscht. Zwei, einer, komm. Also die, das sind glaube ich Axtkämpfer, die wir da oben haben, ne? Die sind dann da wohl zu gebrauchen, ne? Ne, Pferdebogner sind das, wow. Da hätte ich jetzt gar nicht mitgerechnet, ne? Wir reiten! So, Klock, Klock, was war das jetzt für ein Klock, Klock? Ein Händler. Jetzt habe ich irgendwo Händler ausgewählt. Die will ich aber nicht auswählen. Route aktivieren. Wo waren die jetzt? Das ist die Frage. Ist nicht so weit. Schwertkämpfer. Jetzt haben wir einen Händler, der nicht aktiviert ist wahrscheinlich, ne? Hm. So, die Truppen bitte auch dahin. Wo wird gekämpft? Wieder da unten? Wieder Bären oder was? Luchse wieder. Okay. Die sind aber gleich erledigt. Irgendwo war der Jingle, aber wo? Da? Ne, das ist ja unsere Stadt. Ah, da. Okay, die brauchen da nicht mehr hin. Die können dann auch direkt dahin. Im Galopp sind sie unterwegs, genau. Da oben. Wird nicht lang dauern. Und da werden sie jetzt wieder kämpfen, oder wie ist das? Genau so ist es. Schon wieder 73 da gewesen, ne? Die haben auch einen Nachwuchsbedarf, du. So, jetzt die Frage, ob wir so da hingehen oder ob wir das umgehen und dann schauen, wie wir es schaffen, ne? Das sind schon einige, ne? Jetzt sollten wir die Bären einmal angreifen. Wir reiten los! Dann geht's zack, 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 dann sind die weg. Auf, auf! Belagern wir da mal, oder? Da kommen ein paar Einheiten raus. Wer hat denn die Oberhand? Wir oder die? Wir haben wohl die Oberhand. Das ist gut. Oh, jetzt kommt Nachschub von dem. Aber wir behalten noch die Oberhand. Glaube ich. Ja, doch. Okay, das, was jetzt passiert, ist vielleicht nicht unbedingt das Beste. Gut, denn seine Truppen sind erstmal kaputt. Wir reiten los. Ich glaube, wir reiten erstmal los, weil da sind keine Truppen mehr. Wir zerstören erstmal seine Truppen. In der Hoffnung, dass das auch funktioniert, das ist die nächste Sache. Wir reiten los. Okay, dann hier runter. Die sind kaputt. Wir zerstören erstmal seine ganze Dingens. Den Händler. Gehen wir auch an. Das ist jetzt der nächste. Das ist ein Schwertkämpfer oder was? Ne, ist auch ein Händler. Geraubt. So, dann gehen wir wieder hier hin. Okay, da sind natürlich ein paar Leute mehr drin, wie wir sehen. Auf, auf. Ah, 1000 Leute hat er da. Okay. Das ist ja mal nicht so wenig. Kriegen wir da was hin oder kriegen wir da nichts hin? Sieht gerade nicht so aus, dass wir da was hinkriegen. Und 300 Truppen.
Was ist da? Nochmal welche? Oh, das ist jetzt doppelt gemoppelt, oder was? Ja. Wir reiten! So, jetzt sieht's wieder besser aus. Irgendwie haben die nicht angegriffen. Das war das größte Problem, ne? So, jetzt sieht's aber so aus, als ob wir die überwältigen können. Ja, jetzt sind es mal wieder 1000. Das ist auch sehr, sehr interessant. So, jetzt belagern wir die Stadt erstmal. Die haben wir erwischt. Hopp, hopp! Die sind auch erledigt. Da kommt die nächste Truppe. Okay, die kommen hier aus Ala. Aber das soll erstmal jetzt hier so laufen, ne, oder? Oh. Da kommen immer wieder 100 raus, oder wie sehe ich das? Jetzt ist das Geld alle, oder was? Das kann doch jetzt nicht sein, oder? Wir haben noch 200 auf dem Konto. Uns reicht's. Naja, aber wir haben erstmal eine gute Geschichte gemacht, denke ich mal. Wir sind da einmal durchgeforstet, haben den seine Truppen auf jeden Fall dezimiert, müssen dann wieder irgendwie sammeln gehen oder was und schauen, wie es weitergeht, ne? Das ist dann die Sache. Mystos ist jetzt der Ort, wo sie alle sind. Gut, okay, das kriegen wir aber, denke ich, noch in den Griff dann auf Dauer. Machen wir aber in der nächsten Folge. Ich bedanke mich erstmal recht herzlich fürs Zuschauen und würde mich freuen, wenn ihr das nächste Mal auch mit dabei seid. Bis dann. Tschüss.